Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial über BAM. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie die Angriffsstrategie BAM funktioniert und was es überhaupt ist. So, BAM steht für Barbarians, Archers und Minions. Das heißt so gut Deutsch Barbaren, Bogenschützen und Lakaien. Und wie in jeder guten Kochshow habe ich auch hier schon ein bisschen was vorbereitet. Hier sieht man so ein bisschen die Truppenzusammenstellung. Die besteht aus ca. 30 bis 40 Lakaien. Und etwa den Rest dann Hälfte Barbaren oder Bogenschützen. Wenn es nicht ganz 100 pro aufgeht, ist es auch nicht ganz schlimm. So, und das kann man am besten erreichen, indem man zum Beispiel jetzt mit, wenn man 6 Kasernen hat, eben in 2 Kasernen die Barbaren macht. Ja, bestes Beispiel. Gut, hier. Dann in 2 Kasernen die Bogenschützen. Und in den beiden dunklen Kasernen eben die Lakaien. Dann kommt man immer so auf selbe Verhältnis raus. So, alternativ kann man noch den Barbarenkönig benutzen. Okay, man erschläft jetzt gerade, es ist aber auch nicht ganz so schlimm. In der Clanburg könnte man als Backup-Truppen halt eben dieselben Truppen wie auch fürs BAM benutzen. So, ganz wichtig sind dann noch die Zauber. Die sind hier. Da benutzen wir am besten Blitzzauber. Weil damit kann man hinterher schön, wenn man jetzt, sag ich mal, jemanden hat, wo man, sag ich mal, nicht ins Lager reinkommt, schön noch ein bisschen Dunkles rausblitzen. Oder eben halt, um Magiertürme zu zerstören im Voraus. Weil die halt für die Taktik richtig übel sind aufgrund des Flächenschadens. Das heißt, im Grunde genommen muss man eigentlich bei der Taktik nur auf zwei Sachen achten. Auf die schönen Luftbomben und eben auf die Magiertürme, weil die richtig gefährlich werden können. So, jetzt genug von dem Gelaber, jetzt suchen wir uns mal einen schönen leckeren Gegner. So, ich gucke jetzt nicht allzu stark nach dem Loot, sondern zeige euch einfach nur, wie die Taktik funktioniert. Man kann sie eigentlich zum Farmen benutzen, das heißt, entweder die ganzen außenstehenden Gebäude leer räumen, so wie hier. Ui, das sieht ja auch hier lecker aus. Komm, machen wir trotzdem mal. Oder halt eben, um ins Dorf Mitte zu kommen, wie zum Beispiel hier an die beiden Lager. Oder halt eben, um Pokale zu jagen, das geht auch, indem man halt eben versucht, mit außenstehenden Gebäude und halt die ersten Bauereien die 50% zu holen. Das geht natürlich auch. Ja, fangen wir halt mal an. Als erstes droppen wir hier ein paar Barbaren. Als menschliche Schutzschilde. Dahinter schön die Bogenschützen, also ähnlich wie auch beim Batschen. So, hier noch ein paar. Mal gucken, noch. Die machen wir auch mal sicherheitshalber platt schnell. Schaden kann es nie. Das ist jetzt nicht so wirklich ein klassischer BAM-Angriff, da man das jetzt auch mal auch relativ gut ohne die Lakaien hinkriegen würde. Da hat, sag ich mal, auch nicht allzu viel in den Lagern steckt, aber es ist einmal jetzt auch nicht ganz so tragisch. Ich werde trotzdem versuchen, gleich mal so ein bisschen in die Dorfmitte zu gehen, um mal zu zeigen, dass man auch damit relativ gut an Lager auch rankommt. Zudem ist es auch nicht der einzige Angriff, den ich jetzt machen werde mit BAM, sondern es werden schon ein paar mehr. Ich habe auch ein paar Videos schon vorbereitet gehabt von vorhin Angriffen und die werden wir natürlich auch uns gleich mal angucken und dazu will ich auch noch ein paar Worte sagen. So, jetzt versuchen wir mit den Barbaren. Ja, Barbaren sind dumm. Den Magierturm zu gehen, um den schon mal auszuschalten. Und wenn es klappt, sogar noch mit den restlichen Bogenschützen, ja, die sind auch nicht viel schlauer, auf den anderen Magierturm zu gehen. Ich hoffe mal, es funktioniert soweit, dass wir uns auf jeden Fall die beiden Lager noch holen, die hier vorne stehen, die beiden hier und das dunkle Ex hier aus dem Bohrer. Schön, dass schon mal die Barbaren anfangen. Bei dem Lakaien muss man ein bisschen aufpassen, am besten erst so eine kleine Gruppe Truppen, um zu gucken, ob irgendwo Luftminen sind. Nicht Luftminen, Luftbomben. Und dann kann man schön auf Masse gehen. Und die restlichen gehen wir jetzt aber nicht wieder auf den Magierturm. Wollte ich zwar eigentlich hin, aber es hat leider nur die Kaserne getroffen. Mal könnten wir das auch eben schnell wegblitzen, weil viel war da glaube ich nicht mehr. Dann kommen wir auch noch ein bisschen weiter in die Mitte. Ja, war ein bisschen zu spät, schade eigentlich. Ja, wenn man sieht, wir hätten jetzt auch für Pokaljagd über 50% geholt. Wir haben eigentlich alles geleert, was da ist. Und das ist eigentlich das Wichtigste. So. Jetzt werde ich schon mal wieder ein paar neue Truppen bauen. Und in der Zeit können wir uns schon mal so ein, zwei Wiederholungen angucken. Eine müssen wir mal kurz gucken. So, jetzt müssen wir die Lakaien bauen. Noch mehr Lakaien. Ein Blitzzauber haben wir ja gebraucht. Also man braucht so circa für so einen Magierturm 2 bis 3 Blitzzauber auf Level 4, um die wirklich zu plätten. Hängt immer auf ab, wie hoch das Level der Magiertürme ist.
Mörser müsste man jetzt nicht unbedingt zerstören, da kann man auch zur Not, wenn die jetzt nicht gerade vom Marketing umgeben ist, auch mal ein paar Lakaien schicken, um die zu zerstören, um die Bodentruppen ein bisschen abzufedern. So, jetzt gucken wir uns mal so ein paar schöne Wiederholungen an. Hätte ich einmal auch die hier. Und dann auch schön wieder mit vollen Sammlern und Minen. Und jetzt eigentlich ist wieder im Prinzip ein paar Barbaren davor, Bogenschützen hinterher. Gut, mit ein paar Bogenschützen will ich jetzt ein bisschen die Luftabwehr auch zerstören. Oder habe zumindest versucht. Was ich jetzt hier nochmal mache, das ist schon ganz gut so. Das heißt, man hätte den ganzen Angriff eigentlich auch mit Bartschen machen können, also nur mit Barbaren, nur mit Bogenschützen. Aber halt zum Beispiel da kann ich hinterher gut gebraucht, um hier oben an die beiden Minen und Sammler zu kommen. Und ich glaube noch irgendwo, ich glaube hier unten noch, um die Mine zu leeren. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass die dabei waren. Also halt jetzt, okay, Bogenschützen wäre jetzt relativ nah rangekommen, was dumm ist, nur der Mörser hat einen relativ großen Radius, hätte ja wieder einiges zerstört. Und für die Lakaien ist ein Mörser eigentlich gar nicht gefährlich. Heißt, das einzige Gefährliche da ist eigentlich der Bogenschützenturm hier unten und hier oben ebenfalls Bogenschützenturm und Magierturm, was gefährlich ist. Ich habe, glaube ich, mal eine Welle vorgeschickt. Um so ein bisschen die Abwehr abzulenken. Ja, wie man sieht, konnte man schön mit den Lakaien reingehen. Dann jetzt, okay, das Doofe ist halt eben, dass jetzt hier die Luftabwehr noch ein bisschen mit eingreift. Und ich auch leider ein bisschen in den Radius gekommen bin von dem Magierturm. Dasselbe spiele ich nochmal hier oben. Eigentlich erst eine kleine Truppe vorschicken, aber da jetzt auch nicht wirklich so ein Einplatzding ist, wo eine Luftbombe stecken kann, kann man auch direkt mit einer größeren Gruppe anfangen. Und wie man sieht, wird alles geholt. Eigentlich das Wichtigste ist zwar nicht gewonnen, nur mit 48%, aber Pokale sind beim Farmen eigentlich scheißegal. Von daher gibt es weitaus Schlimmeres. Was man nur aufpassen sollte, ist beim Batschen, beim Bam ist die Zeit. Da habe ich auch so ein schönes Video zu, dass die Zeit sehr, sehr wichtig ist. Wenn man mal so ein bisschen nicht drauf achtet, kann das ganz gut in die Hose gehen. Gucken wir uns das mal an. Alles schön verteilt, alles immer schön außerhalb von der Abwehr. Das heißt, man kann jetzt einfach hier so einzelne Leute immer droppen, mal ein bisschen kleiner, damit man die auch sieht, um schon mal die Minen zu leeren. Den Sammler und den Bohrer natürlich auch. Jetzt habe ich hier schon mal ein paar Barbaren wieder gedroppt, um dann hinterher wieder ein paar Bogenschützen, um den Magierturm zu zerstören. Weil ich dachte, ich nehme eventuell noch Astratos mit. Wenn schon so frei rumsteht, kann man es natürlich mitnehmen, warum auch nicht. Okay, was ich nicht gedacht hatte, dass da halt ein Tesla steht. Das war natürlich nicht ganz so optimal. Das habe ich jetzt überall so einen Bogenschützen getroppt, um die ganzen ersten Gebäude aus der ersten Reihe zu zerstören, damit man einfacher an die ganzen Sammler und Minen kommt. Ich räume auch gerade schon ganz gut auf. Hier hinten ein bisschen. Schön, dass da noch hier so ein paar Lager draußen stehen. Sind zwar nur kleine Lager, das heißt, da ist auch nicht sonderlich viel drin, auch wenn sie jetzt voll wären. Also das sind zwar voll, aber das ist im Verhältnis zu dem, was in den Sammler und Minen ist, relativ wenig. Hier sieht man halt immer wieder, dass ich versuche halt eben mit Barbaren und Bogenschützen die restlichen Sammler zu leeren, Minen zu leeren. Und gleich werde ich noch versuchen, halt eben hier unten an das Dunkle ranzukommen mit den Lakaien, weil bis dahin werde ich, glaube ich, die ganzen Barbaren und Bogenschützen noch aufgebraucht haben. Ja, ein bisschen warten, noch ein bisschen vorspulen. So, dann geht es auch schon los. Ups, ein bisschen sehr schnell. Ich habe erstmal jetzt hier ein paar Lakaien gedroppt gehabt, um zu gucken, ob da noch irgendwo Luftbomben sind, weil Platz wäre dafür ja. Und dann wird gleich nochmal eine etwas größere Truppe vorgeschickt. Dann ja, ein bisschen spulen. Oben habe ich jetzt noch ein paar Bogenschützen gedruckt gehabt, um das Rathaus eigentlich zu zerstören. Und wie ihr seht, Zeit ist ein großer Faktor. Wir haben jetzt gerade noch 45 Sekunden, worauf ich leider nicht geachtet hatte bei dem Angriff. Und deswegen auch viel, viel zu spät die Lakaien ins Dorfinnere schicke, was leider zeitlich auch nicht mehr reicht. Man sieht es jetzt gerade noch 26 Sekunden. 22. Ja, ich habe sie sehr, sehr spät losgeschickt. Da erstmal wieder ein paar zum Gucken. Wegen der Luftbomben nochmal. Und dann den ganzen Rest hinterher.
Wie man sieht, die machen jetzt auch schön die Goldmine leer. Sind auch relativ zügig, jetzt sind sie auf Level 4. Gerade auch hier beim dunklen Bohrer. Nur Zeit um. Also, man kann zwar langsamer mit auch angreifen, um sich viel wegzuholen. Man muss halt nur ein bisschen auf die Zeit achten. Das wäre auch noch ein bisschen mehr drin gewesen, wobei der Loot jetzt auch nicht ganz so schlecht war. Ist ja schon, sagen wir, zum größten Teil alles draußen gewesen. Mehr als 50, so knapp ein Drittel von dem Dunklen ist noch drin geblieben. Und immer so circa 10, 20% von Elixier und Gold. Das ist verkraftbar. Und schön haben wir uns auch noch geholt mit den 61%. So, mal gucken, was jetzt hier unsere Armee macht. Wie ihr seht, es geht wirklich sehr schnell. Wir haben jetzt schon drei Viertel fast fertig. Tue schon mal ein bisschen nachproduzieren. Der Lauf ist nie schön. Gut, wir werden wahrscheinlich gleich dann nur mit zwei Blitzzauber angreifen, aber es reicht in der Regel aus. Ich nehme halt immer gerne drei mit, gerade wenn man halt auf sehr, sehr stark verschanzte dunkle Lager trifft, die dann wirklich rappelvoll sind, einfach ein bisschen reinblitzen. Alles schon, weil die da kann auch dunkles kosten, so kann man sich so ein bisschen die Kosten wieder reinholen. Einziger Vorteil ist halt eben, es geht wirklich sehr schnell, bis die Truppen fertig sind. Das ist immer so circa 10 Minuten, 5 bis 10 Minuten sind die fertig komplett. Also bei einer Größe von 200 Einheiten. Und das geht schon ganz gut. Wie man sieht, passt auch schon wieder das Verhältnis relativ gut. Wir haben so circa 50-50 bei den Barbaren und Bogenschützen. Und schon knapp die 30 Lakaien erreicht. Ja. Ja, wie gesagt, ganz wichtig halt eben mal aufpassen auf die Magiertürme, weil durch den Flächenschaden, gerade auch bei Lufteinheiten, gehen die Minions, also die Lakaien, relativ schnell down und das muss nicht sein. Gerade wenn man so ins Drop-Innere jagt, so wie man mit Mana Base jetzt zum Beispiel, wäre es auf jeden Fall schon mal vom Vorteil, mindestens ein bzw. zwei Magiertürme komplett vorher auszuschalten. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Ja, noch 30 Einheiten. Das gebe ich noch irgendwo im Video, was sich vielleicht lohnt anzugucken. Das haben wir gerade eben erst gemacht hier oben. Ja, komm, gucken wir uns das hier mal eben schnell an. Ist zwar nicht ganz so optimal gelaufen wieder. Ist so der klassische Vorführeffekt. Ja, im Prinzip ist immer dasselbe. Barbaren vor, Bogenschütze hinterher. Ich glaube, hier war es auch nicht so wirklich wichtig, was der Loot ergibt. Ich würde einfach nur zeigen, wie das Ganze funktionieren kann. Und was auch alles so schief gehen kann. Weil Lakaien haben so die gleiche Angewohnheit wie Drachen oder wie auch gerne der Barbarenkönig, einfach nicht das zu machen, was man möchte. Sieht man, glaube ich, am Ende des Videos auch sehr schön, wo sie eigentlich ins Dorf fliegen sollen und mal direkt den Außenweg genommen haben. Ja, hier oben noch das klassische Spiel. Barbaren vor, Bogenschützen hinterher. Oben ist auch schon gut zugange. Ja. Also, ich glaube, gut wäre es noch eventuell den Magierturm hier noch ein bisschen zu plätten. Wäre vielleicht nicht schlecht. Was ich mir so gemacht habe. Oder ob ich den einfach stehen lassen habe, weil vom Radius her dürfte er nicht bis ins am Elixierlager hinkommen. Ja, schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, also schon den Bogenschützenturm platt zu machen. Also man kann so sagen, wenn man mit Lakaien angreift, ist die Luftabwehr genauso stark eigentlich wie im Bogenschützenturm, weil. Die brauchen bestimmt einen Schuss. Die Schussfrequenz liegt so bei einer Sekunde, sowohl bei der Luftabwehr als auch beim Bogenschützenturm und holen damit immer so einen Minion runter, also halb so schlimm. Jetzt sieht man es. Schöne Horde, die sich natürlich schön links und rechts aufteilt. Ja. Und nur ganz wenige fliegen dahin, wo sie hin sollen. Die meisten fliegen nach rechts, richtig schön Richtung Magierturm. Da sieht man auch schon das Problem. Die werden so schnell weggebrutzelt, das ist leider nicht mehr schön. Jetzt hoffe ich mal, dass die Truppen fertig sind. Man dürfte jetzt eigentlich. Ja, perfekt. Jetzt tue ich schon mal wieder, während versuchen schon mal vorproduzieren. Denn Leerlauf ist nicht schön. Ja. Ja, man könnte einen Finger draufhalten, geht natürlich schneller als das noch eine Runde rumgetippe. So, und dann suchen wir uns nochmal einen schönen Gegner. Mal gucken, entweder einen mit guten Loot oder einen, wo ich die Taktik gut erklären kann. Ich muss sagen, der Loot ist gut heute. Direkt der erste. So, auch hier müssten wir eigentlich nicht in die Mitte, aber ich werde mal versuchen, ob man da trotzdem irgendwie reinkommt. Dann drucken wir jetzt mal hier ein paar Barbaren. Dahinter wieder unsere schönen Bogenschützen. So ähnlich funktioniert es auch bei der Pokaljagd, nur dass man dann halt
nicht nur die Sachen für Elixier und Gold mitnimmt, sondern halt auch so Sachen wie Kasernen und so mit platt macht, dass man halt diese 50% auf jeden Fall erreicht. Es geht doch auf die verdammten Scheißsammler. Geht doch. So, hier nochmal. Müssen ja, ein bisschen aufpassen. Okay, die Bagertürme sind jetzt hier auch nicht wirklich hoch vom Level. Ziehen wir einmal so einen schönen Halbkreis, wo wir da alles mitnehmen können. Ein Tipp ist eigentlich auch Barbaren, ups, ja, Barbaren einzeln zu ziehen, so wie bei den Lakaien auch, falls mal irgendwo eine Riesenbombe ist. Aber da achte ich eigentlich relativ selten drauf. Ah, es ist doch interessant, in die Mitte zu kommen. Da ist doch noch ein bisschen was in den Lagern. So, jetzt ist der Magierturm schon abgelenkt. Schnell, ja, Prinzip Luftbombe. Hör mal. So, schnell den Magierturm zerstören. Und jetzt könnten wir relativ einfach an das Lager kommen. Ja, schön ist, dass wir ja keiner noch den Mörser mitnehmen. Dass die Bodentruppen dann noch ein bisschen was machen könnten. Da sind jetzt auch schon alle tot. So, ich spiele mal von hier oben. Jetzt müssen sie auf den Bogenschützenturm schnell gehen und hoffentlich nicht den Barbarenkönig angreifen, weil er bringt eh jetzt nichts. Nein, sie nehmen die Kanone mit. Wäre natürlich schön gewesen, wären sie sofort durchgeflogen zum Elixierlager, aber okay. Und hier sieht man es wieder. Ich habe einen Sammler übersehen und eine Mine sehe ich gerade. Auch schön. Jetzt könnte man auch noch als Backup die Clan-Truppen nehmen und noch eben kurz die letzten Reste holen, nur für so wenig lohnt sich es einfach nicht. Gerade um die Uhrzeit nicht. Und wie man sieht, man holt mit dem Angriff relativ viel momentan. Der Loot ist richtig schön lecker. So, 200.000. Okay, ich habe jetzt kein Nukes mitgenommen. Das heißt, wenn man jetzt relativ weit unten farmt, also ich bin jetzt momentan, glaube ich, in Gold 3, ist jetzt, sage ich mal, die Ausbeute hat Dunkelelixier nicht ganz so hoch. Deswegen, das ist die Frage, ob man dann wirklich die Lakaien nutzen möchte oder ob man lieber zum Bartsch übergeht und die Lakaien weglässt. Aber sag mal so, dann, wenn man auch Gegner hat, die auch richtig gut dunkles Elixier geben, ist das eigentlich so, dass man eigentlich Plus macht und nicht Minus. Ja, das Ganze war es auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und könnt ihr bei unseren die nächsten Videos gucken. Tschö!